Hallo meine lieben Freunde, euer Cranks grüßt euch hier zu einem weiteren Let's Test. Heute mit dem Spiel oder mit der Mod The Forgotten Ones. Die Vergessenen ist eine Half-Life 2 Mod. Man braucht dazu Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 2, Half-Life 2 Lost Coast und dann noch halt die Source SDK 2007. Also die Teile braucht man alle, um das erstmal spielen zu können. Steht auch auf der Seite, die ich euch verlinke, also wo ihr es runterladen könnt, steht auch da, was ihr alles braucht. Und ansonsten fangen wir jetzt mal an mit The Forgotten Ones. Die Vergessenen. Schöne Musik auf jeden Fall im Grund hier. Und ich würde mal sagen, wir spielen heute mal das erste Kapitel. Ja, sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Obwohl ich sagen muss, für Source End. Doch, das geht. Die Wassergeräusche sind mir bloß ein bisschen nervig gerade. Raben, okay. Sind die ein böses Omen? Wer weiß. Ein großes Haus, ja. Das hast du schon mal richtig gesehen, dass das ein großes Haus ist. Okay, der läuft ziemlich komisch. Bewegt sich immer nach oben und unten. Da läuft was. Welcome to the mansion. Okay. Das ist reingelaufen. Und wir sollen uns jetzt als erste Aufgabe einen Weg in die Villa hier, in das große Haus suchen. So, hier haben wir natürlich... Können wir natürlich wieder rumschmeißen. Hey. Aber gehen wir doch mal da rein. Ob wir das eigentlich nicht machen sollten, denn wenn da gerade was Komisches reingegangen ist, dann müssen wir nicht unbedingt hinterhergehen. Dazu muss ich jetzt sagen, es könnte ein bisschen dauern mit den Ladezeiten. Ich weiß nicht warum. Aber bei Half-Life 2 sind meine Ladezeiten immer unendlich lang. Also die sind... Es grenzt beinahe schon an ein Verbrechen, so lange sind die. Aber nun gut. Wo sind wir? Okay. Irgendjemand hat die Falltür zugemacht und wir können jetzt wirklich nicht mehr raus. Okay. Ganz ruhig. Geh mal hier rein. Okay. Wollte gerade schon sagen. Komm, dann gehen wir jetzt einfach rein. Da hängt jemand. An der Wand. Okay. An der Wand. Und wer liegt hier? Hier liegen auch noch mal ein paar Personen und wir haben unsere erste Waffe. Der sieht auch nicht mehr ganz gesund aus hier. Ist aber schon tot. So, die Kreissäge kann ich nicht nehmen. So, ein Messer haben wir also. Und ich hoffe, dass wir es erstmal nicht benutzen müssen. Denn das heißt, dass Feinde kommen. Und ich mag das nicht, wenn Feinde kommen in Gruselspielen. Das ist nämlich gruselig. Achso, mit dem Messer kann ich das alles kaputt schlagen oder ich laufe halt drüber, hätte ich auch machen können. Und wir betreten den nächsten Raum. Pappe, Pam. Ich gehe mal hier rein. Ein Raum mit nichts weiter als einer Kerze und einem Spiegel und einem Stuhl. Okay. Wer lacht hier so? Das war auf jeden Fall nicht meine Lache. Denn meine Lache ist viel schlimmer. So. Muss wirklich um jede Ecke gucken, dass hier niemand... Ach nee. Ich hasse das, dass das hier so altertümlich eingerichtet ist. Das gefällt mir schon gar nicht.
Was ist denn das? Ein Tintenfass. Ein Bericht. Und als Aufgabe haben wir jetzt einen Weg in die Haupthalle zu finden. Das müsste doch die Haupthalle sein hier, oder? Ja, würde ich meinen. Genau. Was ist denn das da? Ach, das ist das Vieh von vorhin. Da müssen wir mal folgen. Ach, hier auch schön anzusehen, ne? Hier so ein schöner Drache mit Feuer. Kann man sich mal angucken. Follow the Zombie. Grüß dich. Eine Waffe, schön. Waffen sind ja immer was. Geh weg von mir, du Mistvieh. Okay, man hört die... Was ist denn das? Du bist jetzt im Headcrab geworden. Die werden also zum Headcrab, wenn ich sie töte, oder was ist los? Ach, also erst muss ich sie normal töten und dann als Headcrab. Ist ja lustig. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man die Schüsse nicht wirklich hört. Hätte man vielleicht ein bisschen besser regeln können. Aber nun gut. Ich gehe erstmal hier vorne rein. Und da liegen gleich mal ein paar Beine. Und hier natürlich Beethovens Flügel. Dürfen wir nicht vergessen. Okay. Sollten wir jetzt Angst haben, oder? Spielt er jetzt weiter? Nee. Was ist denn? Ach ja, schön. Wunderschön. Noch mehr Waffen. Also wir bekommen gleich mal ein paar richtig gute Waffen hier zum Anfang. Das ist schön. Kann ich mich wenigstens wehren. Türen aufmachen können sie nicht, wie es aussieht. Okay, die zerfallen einfach so. Naja, ich möchte dazu jetzt nichts sagen, aber... Den Spielerlebnis tut es ja eigentlich nicht so unbedingt was Schlimmes an. Och nee, enge Gänge hasse ich. Und du bist wahrscheinlich ein Hebel, der mir irgendeine Tür öffnet. Okay, ich dachte, explore the living room. Das ist also die Stube. Schönes Stübchen. Hier ist Munition, die nehme ich mit. Und, ha, der hat zu viel RTL geguckt. Ach nee, hier gibt's ja gar keinen Fernseher, also von daher... So, meine Taschenlampe mache ich erstmal aus, Jungs, weil sonst... Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen im Living Room. Ja, aber die Atmosphäre ist schon mal nicht schlecht. Ich schieße lieber nochmal drauf. Anscheinend war es auch ganz gut, so dass ich da nochmal drauf geschossen habe. War nicht schlecht, weil, ja... Ich habe allgemein so immer... In jedem Spiel, wenn da was Totes liegt, denke ich mir, nee, nee. Lieber nochmal draus schießen, kann nicht schaden. Follow the hallway. Bin ich doch. Ich bin an dem Weg gefolgt. Und was ist jetzt? Jetzt... Ja, jetzt komme ich hier nicht weiter. Ach doch, hier sind ein paar Boots. Ja, mit denen kann ich aber auch nichts machen. Ach, okay. Konnte ich kaputt hauen. Dann komme ich wieder hier vorne raus. Keep looking for open doors. Immer schön nach offenen Türen schauen. Okay, machen wir mal. So, hier waren wir noch nicht drin, wenn ich mich recht erinnere. Okay, wer war das? Was war das? Und... Also, man kann sagen, es ist so eine Art...
Horror-Zombie-Ding hier, also Horror-Zombie-Mod. Wobei ich den Horrorfaktor jetzt noch nicht unbedingt so schlimm finde. Ja. Bitte wieder das Licht anmachen, Jungs. Into the dining room. Okay, ich soll wieder irgendwelche Wege suchen in irgendwelche Räume. Ja, es hätte man ein bisschen... Ich verstehe auch gar nicht, warum. Warum wir in diesem Haus sind. Ach, da komme ich nicht runter. Muss ich vielleicht doch nochmal hier reingucken. Ich gibt's hier einen Weg. Ja, wenn ich mit meinem Auto irgendwo in der Pampa stehen bleiben würde, da würde ich doch nicht in so ein altes verlassenes Haus. Und vor allem sich dann Vieh, da würde ich ganz sicher, würde ich da reingehen, natürlich. Ich wäre der Erste, der umdrehen würde. So, hier haben wir also nicht unbedingt was. Hier kommen wir nicht drüber, also muss ich ja irgendwie... Irgendwie müssen wir hier runterkommen, meine Freunde. Tralalalala. Von da sind wir gekommen. Ne, von da sind wir... Von links sind wir gekommen. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Eine Desert Eagle. Ist das schön. Jetzt hilft mir doch mal einer hier, dass ich... Es wird ja nicht umsonst gewesen sein, diese Animation hier. Oder vielleicht doch. Vielleicht haben die einfach Spaß daran, uns zu verarschen. Ich schaue mich nochmal richtig um. Die Rollen Papier hier erinnern mich ein bisschen an Oblivion. Aber nur ein bisschen. Tja, dann werde ich wohl oder übel nochmal darüber schauen müssen. Geht ja nicht anders, weil das ist... Eine der einzigen Türen, die jetzt noch offen ist. Und ja, waren wir zwar schon, aber kann ja nicht schaden. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und das hat wie es aussieht auch einen guten Grund, warum wir hier noch nicht waren. Instead of following me. So choose wisely, stranger. Choose wisely. Also der liebe Mann möchte uns hier, wie es aussieht, nicht haben. Ein paar Störungen hat er auch noch. Was? Schinze hides in the kitchen. Okay. Auf dich schießen wir lieber. Nee, du bist tot. Hat der ein Gasherd aufgedreht? Haha, ich hab Granaten. Der will uns, wie es aussieht, wirklich hier nicht haben. Okay. Jetzt geht's ab hier, oder was? Der will uns hier nicht haben und sagte eigentlich, Kollege, geh weg, raus aus meiner Villa hier. Und wir haben es, wie es aussieht, nicht gehört. Und das ist das zweite Kapitel. Die Familiengrabstätte oder wie es im Englischen heißt, The Family Graveyard. Und ich glaube, hier möchte ich nicht hin. Wir befinden uns, wie es aussieht, wir haben eine verfluchte Villa betreten. Schön, dass wir immer wieder in solche wunderschönen Orte hineinstolpern, ne? Das ist, wenn ich das hier schon wieder sehe, ja, dann... Ach, da ist er ja, der Liebe. Läufst ein bisschen krumm. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Ja. Was hast du denn zu sagen, mein Freund? Ich hab die falsche Entscheidung getroffen.
Okay, jetzt wird es ein bisschen satanistisch und gruselig hier. Was mit meinem Bruder? Was ist mit dem? Ach, da liegt sein Bruder vergraben, oder? Schönes Spiel an sich eigentlich hier. Ach, mein Vater, mein Bruder. Ich verstehe gerade bloß nicht, was er von mir will.